Damit die Rapper in Dubai flexen und vor den teuren Autos posen können, gibt es immer wieder eine Anlaufstelle. Doch weil Capital Bra sich an die Abmachungen nicht hält, gibt es jetzt Beef. Die Lage kippt ziemlich schnell und Prinz Markus ist nicht mehr aufzuhalten. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier, sowie auf Instagram Rapcheck. Immer wieder drehen die Rapper ihre Musikvideos in Dubai. Sie wollen zeigen, dass sie Geld haben, schöne Frauen und natürlich die teuersten Autos. Allerdings benötigen sie dabei Hilfe und hier kommt Prinz Markus ins Spiel. Immerhin hat er eine große Sammlung an Luxusautos und guten Freunden hilft er gerne. Allerdings will er dafür ein bisschen Werbung für seinen Instagram-Account haben. Als der Berliner Rapper zusagt, werden die beiden sich einig. Das Musikvideo wurde abgedreht und ist mittlerweile online. Doch von der Promo fehlt jede Spur. Daraufhin gibt es eine fette Ansage nach der nächsten. Capi selbst hat sich dazu nicht geäußert, obwohl er von oben bis unten gedisst wird von Prinz Markus. Außerdem wurde das Gespräch zwischen den beiden geleakt, wo der Rapper den Bedingungen zustimmt. Hier gibt es übrigens das letzte Statement zu dieser Thematik. Es kam mal ein kleiner deutscher Rapper zu mir nach Dubai, in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, und hat mich gebeten, ihm Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen für ein Rap-Video. Und weil ich ein guter Mensch bin, habe ich gesagt, natürlich, du bist ein Deutscher. Er hieß Capital Bra. Okay, klingt nicht wirklich deutsch. Er hat gesagt, okay, ich verlinke dich dann auch in meinem Video, weil ich halt immer mein Wort. Ich war gar nicht da, ich war in Los Angeles damals. Er hat das Video gemacht mit meinen Angestellten. Und er war voll auf Drogen, sogar in Dubai. Er war voll drauf und er hat alle möglichen Leute gefragt nach noch mehr Drogen. Und ich war nicht da. Und da hat er dieses Video gemacht mit meinen Autos und hat mich natürlich nicht verlinkt. Und das ist ein schlechter Mensch, weil er sein Wort nicht hält. So, und jetzt läuft hier das Video. Und jetzt schaut mal, die Gerechtigkeit holt jeden ein. Jeden! Auch ihn! Früher oder später kommt alles zurück. Und wenn man sein Wort nicht hält und nicht ehrlich ist, wird man D-F-I-C-K-T-T-E-T, whatever. Es ist einfach ein jämmerlicher Mensch, dieser Penner. An die Rapcheck-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Wie findet ihr die Reaktion von Prinz Markus und hätte Capital einfach Werbung machen sollen? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.